Ach Leute, liebt es nicht auch, einfach im Hintergrund einen Senorita Flo im Hintergrund zu haben? Und damit willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal mit dem guten alten Goldie neben mir, der hier gerade mit dem Kopf in der... Oh, und du packst ein bisschen. Warte, komm mal hier raus, Goldie. Ah, und ja, wie gesagt, willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo. Und heute will ich relativ viel zum Sagen. Zum einen hier, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, ihr könnt mir jetzt Pakete so schicken. Also wie gesagt, eher einfach ein Paket... Sachen in das Paket geben. Ich mache demnächst ein Unboxing, ja? Kein toten Unboxing, sondern ein Real-Life-Unboxing, ja? Mit Facecam und mit meinem Gesicht und alles mögliche. Wie gesagt, hier könnt ihr gerade jetzt das Video stoppen und könnt ihr die Adresse hier aufschreiben. Das müsst ihr einfach, also das ist praktisch die Adresse, wo ihr die ganzen Pakete hinschicken könnt, ja? So, nämlich wollte ich heute auch was relativ viel sagen und erzählen und was auch immer, jo, mei. Nämlich gibt es relativ viel Neues. Und Goldie kann ab jetzt Kaktus schreiben, alles klar. Und ja, wie gesagt, Folge waren wir bei Tobs, also Tobs war eigentlich bei mir hier. Und wir waren bei Tobs und ich habe Tobs hier einfach getrollt. Hier war nämlich so eine Falle. Wie gesagt, ihr könnt rechts oben beim i die in der Folge hier auschecken. Und ja, so, nämlich wollte ich, weil die Folge kommt nämlich am Sonntag, also eigentlich, genau, also eigentlich ist es der 16.2., denke ich. Nämlich war gestern Valentinstag, also ich hoffe, ich habe da einen schönen Valentinstag verbracht. Ja, mei, ich hab den Valentinstag bei meinen Freunden verbracht. Jo, nice. So. Was ist denn, Goldie? Was machst du hier? Ja, das ist eine runde, wollte ich schon sagen, Nähmaschine. Genau. Nämlich wollte ich heute, ja, Kaktus. Nämlich wollte ich heute auch zu Tobs rüberschauen, aber erst später. Jetzt wollte ich davor noch ein paar Sachen aufhängen. Nämlich hat die gute Kaktuspainterin oder Kaktus.painter heißt sie auf Instagram, hat mir nämlich Wahlpictures, wie sagt man, Wahlpictures, Wahlplakat praktisch, genau, Wahlplakat heißt es, Wahlplakat malt, ja, warte mal, und was hat Tobs hier wieder, ich hasse Tobs, nämlich hat Tobs hier ein Wahlplakat, hat die Kaktuspainterin hier, also Kaktus.painter, hat hier Wahlplakate gedings, so, jetzt, da vorne ist schon Tobs und der, keine Ahnung, was Tobs hier macht, nämlich wollte ich hier ein paar Wahlplakate aufhängen und hier ist noch mein altes Plakat. Das kann ich eigentlich schon abhängen, weil Tobs weiß ja schon die ganzen Dings. So, kann ich ein paar Wahlplakate, weil ich zeige euch gleich mal die Wahlplakate. So, ich hier, Kaktuspainter hat ein richtig cooles Wahlplakat gemalt. Wo hier steht, okay, ich kann gerade nicht ranzoomen. Da steht oben nämlich, so, jetzt kann ich ranzoomen. Warte, ich muss ja am Baum nach oben, jo mein. Nämlich steht hier Apollo, Julian for President. Hier steht grüne Umwelt, also alles, was ich in meinen Text hier reingeschrieben habe. Gegen Klimawandel, regelmäßige Belohnungen für Bürger, angenehmeres Leben. Es soll den Göttern besser gehen. Und hier ist auch Goldie und hier bin ich, jo, mai. Und hier steht Wild Julian, also ist richtig cool hier. Jo, mai, so jetzt hänge ich das überall auf. Hier hänge ich das auf, dann hänge ich doch irgendwie, hier steht irgendwas, warte mal, was steht hier? Zum Käse, alles klar. Kann man hinschauen. Ist hier irgendwas Neues? Hat irgendein Shop da drinnen? Warte mal. Hier ist hier irgend schon was. Irgendwas ist schon mal ein Shop? Nee, ist noch nicht ein Shop. Hat er einen neuen Shop? Hört noch gar nichts von. Hallo? Oh, lol. Alles Käse-Shop. Ja, hier ist so ein richtiger Käse mit Chips und Bitler. Ist richtig cool. Steht hier Essen, Kampf und Spezial. Und die ist hier, glaube ich, ein Fanart. Der Alles Käse-Shop. Lol, richtig cool. Okay, Essen. Was gibt's hier zum. Okay, Essen gibt's nichts. Kampf, Spezial, okay, ich glaube, der hat noch nicht wirklich was drinnen hier. Aber relativ cool ist so ein Käse-Stück hier. Genau, jetzt muss ich noch meine paar Plakate hier aufhängen. So, jo, meh. Und ich schaue gleich mal ins Casino, ob da irgendwer schon mal, so, gebe ich das hier hin, ob hier irgendwer schon mal, was eigentlich wieder beim Casino war, so. Das wird so, also Flo nie im Leben übersehen, ja. Habe noch ein paar Plakate, kann ich die hinhängen, ein Senorita Flo, so. Und ich frage mich, warum Flo das eigentlich immer noch hat. So, das war schon so. Genau. Nämlich wollte ich jetzt auch noch was sagen. Nämlich habe ich am Freitag, also diese Folge kommt am Sonntag. Am Freitag genau in 6 Tagen. Warte mal, in 5 Tagen, Leute, in 5 Tagen. Freitag, den 21.02. ist ein Livestream, ja. Eigentlich wollte ich vorgestern, also am Freitag, schon einen Livestream machen, aber ja, das hat sich nachher verschoben. Und jetzt ist am 21.02., wie gesagt, schreibt euch auf, der gute alte Livestream. Jo, mei. So, sollte noch schauen, was habe ich hier Quests, weil, Top Secret. Genau, ich schau mal hier home. Ja, was hier, Julian, komm mal mit. Ich schau mal, genau, ich wollte auch zum Casino gehen. So,
Weil ich nehme nämlich die Folgen immer am Stück auf, weil unter der Woche, dann habe ich mehr Zeit für die Schule und so. Weil Leute, manche Leute denken so, ja, ich gehe nie in die Schule und ich bin eine Gebühren und so. Aber ich gehe jeden Tag, also 5 Tage die Woche gehe ich in die Schule, ja. Und so, jetzt halt noch schauen, ob hier irgendwie schon wieder wer gelotteriert hat hier. Tatsache, 8. Warte mal, wie viel? Wir haben $160 haben wir schon wieder gemacht. Nice. Ich glaube, ich kaufe mir gleich. Leute, wir haben schon richtig viel. $800 schon wieder. Ein paar Junkery-Dinos. Obwohl, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Chunks. Weil wir können es aufheben, dass wir irgendwie bei Flo uns eventuell reinklemmen. Ich habe gesagt, Flo hat irgendwie $5000 oder so. Also mal schauen. Ich glaube, ich kaufe mal für 400 oder so Dings hier, Chunks. Also 400. Das sind, glaube ich. Warte mal, wie viele Chunks wären das? 400, so. So viel wäre das, glaube ich, circa. Okay, ich zähle mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 sind das, okay? Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen mehr hier ausgeben. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, also jetzt schon passen. Jetzt haben wir noch $300 haben wir eigentlich noch. Relativ gut, hier ist es. Jetzt kann ich 25 Chunks hier noch claimen. So, jetzt gehe ich mal hoch. Ich hoffe, Goldie kommt ja auch irgendwie mit. Jetzt kann ich 25 Chunks claimen. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hinclaimen soll. Aber es gibt, glaube ich, noch Quests, die ich machen könnte. Wie gesagt, Fanarts könnt ihr mir zuschicken auf Instagram oder auf mein Discord. Wie gesagt, Discord, Link in der Beschreibung. Auf mehr Anzeigen klicken. Jo, mei. So, letzte Frage. Wo claim ich das? Stimmt, da unten hat irgendwer entclaimed bei mir, denke ich. Bei meinem Casino. Hat ja eigentlich irgendwo wer entclaimed. Aber wer war das? So, ich zeige euch, wie gesagt, gleich alles, was hier neu ist. So, ich hätte nämlich irgendwer entclaimed. Wer hat ihr entclaimed? 1, 2, seit um 23. Chunks 22. 22, 21, 20. 19, 18. Okay, jetzt habe ich bis 18. Wo claim ich? Könnte ich claimen? 18, das Ding ist, das Gebiet ist halt schon so groß, dass ich halt gar nicht mehr weiß, wo ich claimen soll. 18, 19, 20. Nehmen wir mal 18. Jetzt haben wir 16 oder so. Warte, ich muss hier ein bisschen rüber. So. Ich muss mich hier rüber gehen. So, Leute. Da vorne kann man nämlich noch claimen. Whoops. Oh nein, jetzt bin ich runtergeflogen. Und ich kann eigentlich, warte mal, so. Hier oben nämlich noch. Wie viel habe ich jetzt gehabt? 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Warte mal, 7 Chunks haben wir noch. Wir könnten hier unten mit Tobs claimen, gell? Aber okay, warte mal, ich schreibe noch hier in Chat, 7 Chunks habe ich noch, also 7. So, warte, jetzt muss ich wieder hoch. Das heißt, ich glaube, ich claim bei Tobs drüben. Oh, Tobs schreibt 8. Ja, okay. So, weil ich muss mir die 7 Chunks merken. Da unten ist auch schon irgendwas neu aufgebaut worden. So, nämlich wollte ich hier nämlich noch eine Quest abschließen. Nämlich heißt die Quest hier, wenn ich es euch zeigen kann, Top Secret, bauen mindestens 3 Geheimgänge in den Häusern, ja. Wir haben nämlich unten, also wir, warte mal, ich check mal die ganzen Geheimgänge. Und ich habe den Dings hier erneuert, den Aufzug, gell. Warte mal, Fanatraum 5. Nämlich im 5. Stock hier habe ich, war denn das? Ich genau hier irgendwo eine Trapdoor gebaut, das ist so eine Falltür. Wo war denn die Falltür? Hier, denke ich. Genau, hier ist so eine Falltür. Hier kann man nicht in so ein kleines Geheimversteck. Also richtig cool. So, wenn ich die Falltür finde. So. Also war ein Geheimversteck. Ja, wenn ich auf 6 jetzt wieder gehe. So, ein Geheimversteck. Also, wenn ich jetzt weitergehe, so. Nämlich habe ich hier noch irgendwo ein Geheimversteck. Weil man genau da vorne ist. Das beim Aufzug hier. Wenn ich jetzt hier gehe. Hier, nämlich ist hier ein Geheimversteck, wo es hier reingeht. In die zukünftige Disco, was ich noch bauen soll. Also was ich noch baue hier. Und, ja, also wir können ganz schnell in die Disco kommen hier. Aber wo ist denn die Tür hier? So, hier ist der Geheimgang, so. Also hier ist der zweite Geheimgang. Und der dritte Geheimgang, den ich bisher, habe, ist hier oben, wenn man da hochgeht. Ist nämlich hier auch eine Tür, wo man hier rein kann in den Dings, ich glaube es gerade so, in so einen Mittelraum, Zwischenraum, wie auch immer. Also das sind alle 3 Geheimgänge, die ich so habe gerade. Also, das können wir mal abchecken. Dann kommen wieder Totems. Ich glaube, ich öffne auch die nächsten Folgen mal Totems wieder. Totems. So, was habe ich hier noch? Warte mal, was ist das? Wui?
Also waren es 10 Kleider? Alles klar, anscheinend hat sich das jetzt irgendwie, Dings hier, weil ich, Goldie hat mir irgendwie, den Dings ausgespuckt, den Hangglider. Alles klar. Okay, dann habe ich anscheinend die Dings jetzt, Quest hier. Okay, mal schauen. Was habe ich noch für Quest-Redinos, für Questy, die Messi-Testy? Still, schreie. Das habe ich jetzt auch? Warte mal, Leute. Glaubt ihr, in Nether, Muster habe ich ja schon mal gehabt, aber Desert Shell, Rammerhead. Ich denke, in der Wüste, wo wir bei Hyperium waren, ich glaube, da habe ich das irgendwie abgeschlossen oder so. Falls das zeigen kann, denke ich zumindest. Alles klar, okay. So, die Boxen gebe ich mal wieder rein. Weil dann würde ich gleich auch zu Trupps hier schauen. Was habe ich noch für Questory, die Desi, Mesti? Weltreise, finde ein Schneebiom. Stimmt. Wir können am Freitag gleich schauen. Ich schreibe mal nach der Folge gleich auf, dass wir vielleicht erkunden gehen oder so. Mal schauen. So, was habe ich hier noch? Königreich. Errichtet das Haus Akropolis. Kann ich auch mal machen. Sicher ein Haus mit Security Craft. Stimmt. Flo hat ja auch irgend sowas beim Dings gehabt. Und genau, jetzt kann ich die Wahlkampfplakate. Habe ich ja nämlich alle aufgehängen am Spawn jetzt. So, bam, bam, bam. So, was gibt's denn noch für gute alte Dings hier? Mal schauen. Genau, bis jetzt 150 Chunks. Wir haben ja jetzt 150 Chunks. Ja, haben wir sogar weitaus mehr als 150 Chunks hier. So, okay, Legionleiter. Bam. Und wir bekommen richtig viel Geld wieder. So. Was kommt danach? Bitte 200 Chunks. Okay, das können wir vielleicht nächste Folge schauen, weil wir haben jetzt richtig viel. Wir haben schon wieder 7. Wir haben gerade noch 800 gehabt. Wir haben schon wieder $700. Also richtig cool. Jetzt zeige ich wieder das und Titan Case und alles. Und doch ein Totems. Also können wir unbedingt nächste Folge schauen, dass ich die vielleicht alle öffne. Generell wieder Unboxing nächste Folge mache. Und vielleicht kriegen wir dann ein legendäres Item. Das ist eine Quest, dass wir irgendwo ein legendäres Item kommen. Aus einer Box. Und ja, verzaubert eine komplette Rüstung habe ich auch noch nicht. Was gibt's denn noch? Miner, Profi-Miner. Das kann ich alles eigentlich im Livestream machen, die ganzen Quests. Hoch von Tüll. Tschüss, ein Block für einen Mitspieler. Ja, wie gesagt, kann ich noch schauen. Antikes Wunder Giga. Was ist hier unten? Was kommt hier danach jetzt? Der erste Boss. Spawne und töte einen Smash-Boss. Keine Ahnung, wo der Smash-Boss wirklich ist. Und, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich gehe mal zu Trupps rüber, weil ich schreibe mal hier in den Chat. Trupps. Ich komme mal rüber. Ich komme mal rüber. Okay? Okay. So, das heißt, ich gehe mal hier zu den Dopsch rüber, zu den Dopsch, weil er hat gemeint, er will mir irgendwas zeigen. Warte, ich gehe mal hier rüber. Er hat ja gesagt, dass ich irgendwie, warte mal. Irgendwas hat er gesagt, er will mir zeigen. Hier steht er schon. Ich gehe mal zu ihm. Tobs, hallo? Hallo. Hi, Tobs, du hast gemeint, du wolltest mir irgendwas zeigen. Oh, was ist das für ein Vieh hier? Findest du nicht okay? Das sind richtig viele Leute. Hier Tiger, ja, Leute. Nee, lass die mal in Ruhe. Die haben ein bisschen Probleme gerade, deswegen. Alles klar. Okay, was ist denn neu oder was gibt's hier zum Zeigen? Ja, hier ist ein Dings. Okay. Oh, aua. Tops, das ist ja unfreundlich. Nee, das ist das erstmal so recht. Nein, Tops ist unfreundlich. Ja, ich komm schon. Also, du meintest ja irgendwie neulich, du wolltest in den Nether gehen und so weiter. Also ja, und du hast gesagt, das ist böse und ich sollte nicht alleine gehen. Momentan, also ich erkläre dir einfach mal die Sache, wie es momentan ist. Momentan ist ein bisschen, in der Hölle ist die Hölle ausgebrochen, wenn man so will, weil, okay. Ja, da herrscht irgendwie so ein Krieg um die Herrschaft über die ganzen Dingensens und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du da einfach dich ein bisschen, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, ein bisschen an Acht nimmst. Ich weiß jetzt nicht so genau. Wir haben böse hier... Leute, oder was? Jein, also du musst wissen, Tops. Wer ist das? Oh, warte mal, ich muss dir mal ganz kurz sagen, dass die vielleicht nicht auf dich losgehen sollten, ja, okay? Oh nein. Tops, ich werde sterben, Tops. Ja, geh nochmal ganz kurz, Okay, ich glaube, ist weg. Da vorne steht noch einer oder so. Oh. Ja, warte nochmal ganz kurz. Ja, warte schon mal kurz. Ich muss erstmal dem sagen, dass er nicht angreifen soll. Du musst aufhören, ihn anzugreifen, weißt du? So, warte mal. Zack. Weißt du, wie man die eine Quest erledigt? Weil ich habe so der erste Boss tötet den Smash-Boss. Nee, ich weiß jetzt nicht so genau, Erschrecke einen deiner Mitspieler. Wo bist denn du? Ah, hier bin ich.
Haben sie aufgehört? Also, okay, gut. Gut, komm mal mit. Okay. Also, also haben das sie... Ding ist. Oh, hier, ja, die, hier ist Goldie, alles klar. Die sollten dich jetzt eigentlich auch nicht mehr angreifen, deswegen. Also, ich sag dir mal eins, ne? Also, momentan herrscht sozusagen in der Hölle die Hölle. Das sind zwei Parteien, ja, die streiten sich um die Vorherrschaft. Einige, also ein Teil sozusagen von den Leuten haben uns angegriffen und haben Aphrodite mehr oder weniger. Achso, deine, deine Göttin da, also die eine da. Wo, ja, die haben die gefangen genommen, ja, und ich habe dir die mehr oder weniger aus Versehen befreit. Und okay, jetzt ist die da. Und auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir rüber. Geh mal. So. Es hielt dich, ja? Also, ja, nee, aber mich bringt das durcheinander, wenn es so kling, kling. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt das Ding, wir haben uns jetzt so Verbündete da gemacht. Das sind irgendwie Einwohner der Hölle. Das ist okay, so ein Schweinevolk. Es ist auch eine Quest, mit denen zu handeln irgendwie. Also, da passt du ja perfekt hin. Okay, lass reingehen, oder? Sicher, Jürgen, willst du nein, wirklich heraus? Nein, also, weil die so schön sind, weißt du? Okay, lass uns mal reingehen. Ja, Jürgen findet Schweine schön. Hashtag Jürgen findet Schweine nein, schön. Nein, Zups, nein. Goldie, ich weiß nicht, du könntest mal draußen bleiben oder keine Ahnung, ob du mitgehst. Ja, wäre besser, weil die sind noch ein bisschen, ja, vorsichtig. Okay. Anna, bist du hier? Lol, was ist denn hier alles? Warte mal, ich sehe dich gerade nicht. Also, warte mal, es ist wieder dieser schöne Bug. Das ist, wenn man im Nether ist, dann sieht man die, Dingens nicht. Sieht man manchmal die ganzen Leute und so nicht. Warte mal, hier reloggen. Ist warte mal, hier sind ein paar Leute. Hier sind so. Warte mal. Hier sind ein paar Schweine. Okay. Sicher, dass du nicht gerade einfach nur in den Spiegel guckst. Oh! Nein, Tops. Ah, hier bist du jetzt, Tops. Hi. Ja, warte. Es lädt so, zack. Alter. Ja, also. Okay. Die, das sind sozusagen die Schweinetierchen. Wo bist du gerade? Alter, ist eine Höhle. Hier bin ich gerade. Siehst du mich nicht? Nee, ich glaube, du musst jetzt... Warte, Leute, ich mach mal kurz einen Cut. Da, so, siehst du mich jetzt eigentlich? Aber a little bit of a bug. Ja, ich sehe dich jetzt, Okay, jetzt sehe ich... Ja, Tops, ich sehe dich auch. Okay, gut. Im selben also, Schwert wie ich, Tops. Hä? Ist das Zufall? Im selben Schwert wie ich. Lol, okay. Ich hab zwar von so einem Boss... Ich hab so ein... Der war so ein riesen Creeper bei mir mal unten. Den hab ich gekillt und nachher hab ich den Dings gekillt. Das Schwert. Okay, das Schwert vielleicht... ist schon fast kaputt. Glaubst du, der war von denen oder so? Der war rot. Ich glaube, dass die wahrscheinlich hier... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ja, du hast ja auch gesagt, in der Hölle herrscht die Hölle und vielleicht haben die irgendwas rausgeschickt oder so, kann sein. Ja, keine Ahnung, es könnte sein, dass die vielleicht hier so eine Masse... Also das hier ist das Schweinedorf und der König von denen, der heißt Ogo. Das ist der Sohn von... Ogo? Warte mal, Ogo, einfach Ogo. Ja. Okay. Das sieht richtig cool aus eigentlich. Sehr cool, verfressen, ich weiß. Das ist hier ein richtig geiler Ort. Also, Ja, gell. Und deine schwindet aber in Lava links. Ja, den macht das nichts aus, ne? Okay. So. Ja, es sind natürlich. Also, kannst du auch handeln. Mit dem? So ein Schmied? Ja, oder? Mit dem kannst du. Mit einer Rechtsklick. Nether Amethyst Crystal. Okay. Du kannst. Also, ich hab mir diese komischen schwarzen Knochen. Ja, nimmt auch wieder einer einen Lava-Bart. Alter. Stimmt, die schwarzen Knochen brauche ich, gell? Weißt du, woher man die kriegt? Oder kann man die auch handeln? Ich hab gerade mal massig von denen, Alter. Alles klar. So eine Schmiede oder was? Ja. Okay, voll cool. Ja, hier ist eine Schmiede, hier ist so das kleine Dorf und so weiter. Und dann gibt es hier noch so kleine Geräumlichkeiten von denen, wo die halt wohnen oder so. Ja. Dann gibt es hier wie. Oh mein Gott, jetzt bin ich wieder so schnell. Mio. Es ist mir auch gerade schnell. Aber nur wegen Dings gerade. Hier sind, glaube ich, einfach nur Häuser, wo die wohnen oder so. Ja, aber irgendwie haben die es hier richtig cool gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass das in Nether eher so unzivilisiert und einfach alles total chaotisch ist. Und guck mal hier, die mit denen kannst du dann, du kannst dir so viel mit denen handeln, du kriegst diese Kristalle raus. Also Blaze Rod, stimmt's. Also, ich glaube, das ist die Währung, oder? Amethyst. Ja, das sind wie die Emeralds. Das sind Emeralds. Die Emeralds der Hölle. Aber das ist richtig cool, so ein kleines, mehr oder weniger Schweinedorf. Ja, ich glaube, die haben das hier irgendwie errichtet, irgendwie, so, damit die irgendwie hier ihre Ruhe haben. Oh, wenn du jetzt mal mitkommst. Hallo, warte bist mal, bist du? Hier hinten, dreh dich um, hier. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der Besitzer gerade da ist. Also, ich glaube, wir sollten da nicht reingehen, weil ungeladen irgendwie beim König, ja, sozusagen. Wie es aussieht, ist er gerade nicht da. Wir sollten auch nicht reingehen. Lass mal vielleicht nicht kannst du später mal mit ihm reden. Ja, kann vielleicht kannst du später mit ihm. Alter, das ist jetzt cool. Weißt du, wie ich an die Nether-Dingsbums rankomme, die Bones da, die dünklichen schwarzen? Alter, mit denen craft man Herzkanistern. Okay.
Ja, es gibt zwei unterschiedliche, es gibt Okay. zwei Aber nicht die Versionen Ang von solchen Bone? Nüsse. Wither Bone heißt der. Mal Wither Dust. Ja. Wir machen Wither Dust. Mal Wither, kann man Wither Dust machen? Warte mal. Wither Bone, warte mal, Wither Bone. Wither, warte mal, das kann man machen, glaube ich, oder? Warte mal. Oh, nee, ich glaube, das kann man nicht craften, nee. Okay. Ja, Jürgen dann. hat gefurzt. Ich, nee, ups, das ist ja eine falsche Aussage. So, Okay, dann. Ich hoffe, ja, lass mal wieder zurückgehen, okay. warte. Was Lass denn? uns mal gucken. Ich meine, hier unten war ich bis Also, wir jetzt haben noch schon nicht 30 so. Schalter, ja. Hier sind noch richtig viele Händler, mit denen du handeln kannst. Der Glasbottle. Magma Cream? Ja. Leute, ist richtig gut. Cobblestone. Ja. Okay. Und wenn du hier runter gehst, kommst du, glaube ich, zu dem einen Dingensens, wo wir es gesehen haben. Ich weiß noch nicht genau, wozu das hier gut sein soll. Warte, wo bist du? Aber Bist du jetzt unten du musst immer einfach langgegangen, oder? runtergehen. Immer einfach runter. Ah, du musst aufpassen, Den Alter. Hier Weg, gibt es Löcher. Achso, hier bist du. Ja, hier Ja, gibt es dann okay. so den einen Weg noch, wo Also ich nicht der genau Weg. weiß, was. Okay. Ja, diesen, diesen Okay. Weg in diesem Und die komischen andere Haus. Richtung? Warte, ging es in die andere Richtung auch noch? Hier war irgendein In die Erz. andere Richtung, da kommst Oder du dann irgendwas. wieder sozusagen zu dem Gang des Häuptlings oder so. Also, wenn ich mich nicht täusche. Hier bin ich. Ja, irgendwo. Ja, genau, hier irgendwo. Okay. Ja. Ja, wir Das können ist mal schauen, dass angenehm, wir so vielleicht schnell zu demnächst sein. irgendwie eine Nether-Tour einfach so machen können oder so. Oder irgendwie im Nether, keine Ahnung. Würde mal Genau, schauen. aber wir müssen aufpassen, nicht, dass wir dann auf einmal ins Gebiet, wo der Krieg dann herrscht, Ja, ja, weil. ja. Es ist halt richtig. Der Ja, die, Loaf, der das Ding cheatet ist, daneben. die eine Armee von der einen. Also, es gibt Lucifer und Lilith. Lucifer ist sozusagen derjenige, der irgendwie hier die ganze Hölle nach draußen, also in unsere Welt verfrachten möchte. Und Lilith ist die Das eher. Gegenteil, oder wie? Ja, die möchte lieber hier bleiben und alles irgendwie verbessern, so wie ich das mitgekriegt habe. Okay, lol. Richtig cool. Die fallen mittlerweile bei uns in der Welt ein und so weiter. Deswegen musst du immer Ach aufpassen, aber so, naja, und die gut. wollen. Ja, okay, ich verstehe schon. Lass mal irgendwie zurückgehen, bevor wir noch irgendwie Stress hier kriegen in der Nether Ja. hier. Hallo, bin ich wieder in echt Junge. Ja. So, aber richtig cool hier. Oh, okay, Tops, ich geh jetzt weg. Tops, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Hey, was ist los, Jan? Nein, Tops. Nein, Jürgen, warte, Jürgen, ich muss was Nein, nein, testen. Tops, Tops, nein. Nein, Jürgen, nein. Bleib stehen. Nein, Jürgen, Tops. bleib Das stehen. macht kein Bleib Damage, Tops. stehen, Tops, das Jürgen. macht kein Damage. Warum ist hier alles zu? Bleib stehen, Jürgen. Bleib stehen. Nein, Tops. Hallo, Jürgen. Goldie, Hilfe! Goldie, nein. Warte mal. Jürgen. Haha, Goldie kann hier tschüss! nichts machen. Ha, au, ich kann wegfliegen. Aha. Wo bist du denn jetzt, Tops? Okay. Ja, ich glaube, ich flieg jetzt mal weg, Tops. Ciao, Tops stinkt, yo, mei, tschüss, Okay, so, aber richtig. Warte mal, ich glaube, Tops ist jetzt weg. Richtig interessant hier die Nether-Geschichte von Tops. Ja, wie gesagt, ihr könnt mal bei Tops, ihr könnt mal Tops abchecken bei der ganzen Nether-Geschichte und so. Dann würde ich mir jetzt auch mal sagen, das war's hier für die Folge. Los, ein Like und ein Abo. Jo, mal, ich glaube, ich würde sagen, dass ich irgendwie nächste oder übernächste Folge ein Totem-Unboxing mache, weil ich habe schon relativ viele Totems wieder. Würde ich sagen, lasst ein Like da, Bro. Und schickt mir zu der Adresse, was ich am Anfang des Videos gezeigt habe, Pakete und Geschenke und alles Mögliche, weil die zeige ich im Unboxing. Und jo, mal, lasst ein Like da, Bro, aktiviert die Glocke und ciao! Oh, I got you.